Liebe Grundschülerinnen, liebe Eltern, herzlich willkommen zum virtuellen Tag der offenen Tür an der Hildegardis-Schule. Als Schulleiterin freue ich mich sehr über Ihr und Euer Interesse an unserer Schule. Ich stehe hier auf der Terrasse des Lehrerzimmers und möchte gern einen ersten Blick über unseren Schulhof zeigen. Hier sieht man unseren Altbau von 1913, die alte Maria-Ward-Schule. Daneben die Brücke als Übergang zu unserem neueren Bau. Hier befinden sich die neuen naturwissenschaftlichen Bereiche. Hier gegenüber ist unsere Schulkapelle, daneben die Aula, das ist sowohl Sportstätte als auch Theatersaal. Und im Anschluss das Haus der Kunst. Hier haben die bildende Kunst und die Musik ihren Platz. Und davor ist das Klettergerüst, eigentlich so der Lieblingsplatz der 5. und 6. Klassen. Schulgemeinschaft lebt von vielen engagierten Menschen und ihren verschiedenen Perspektiven. Sie können auf unserer Homepage in vielen kleinen Videos die Orte unserer Schule, diese Menschen und die Schwerpunkte unseres Profils kennen. Dadurch haben Sie auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Atmosphäre und das Angebot unserer Schule kennenzulernen. Die Hildegardis-Schule ist eine staatlich anerkannte Privatschule mit langer Tradition als Maria-Ward-Schule. Träger ist seit 1989 das Bistum Mainz. Jetzt ist ein Trägerwechsel geplant. Die Hildegardis-Schule wird am Standort Bingen stehen bleiben und wir sind sicher, dass unser besonderes und erfolgreiches Profil auch unter einem neuen Träger bestehen kann und weiterentwickelt wird. Die meisten unserer Schülerinnen gehören einer der christlichen Konfessionen an, aber auch Schülerinnen mit einer anderen Religion oder die keine Religion haben, sind bei uns herzlich willkommen. Voraussetzung ist, dass die Eltern unsere Erziehungsziele mittragen und ihre Töchter einer christlichen Schule mit ihren Formen, ihren Traditionen und ihren Inhalten anvertrauen wollen. Grundlage unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit ist das christliche Menschenbild. Das bedeutet, wir haben kein funktionales Bildungsverständnis, sondern der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt, als Individuum und als Ebenbild Gottes. Wir wollen jedes Mädchen in seinen Begabungen unterstützen und in seiner persönlichen Entwicklung. Unser Programm ist es, alle Schülerinnen, die wir hier aufgenommen haben in die 5. Klasse, auch bis zu ihrem angestrebten Schulabschluss zu begleiten und sie nach Möglichkeit nicht vorher auf andere Bildungswege zu verweisen. Deshalb gibt es bei uns ganz viele Ansprechpartner und Partnerinnen, auch für die etwas schwierigeren Phasen in der Pubertät. Wir sind von unserem besonderen Bildungsangebot gerade für Mädchen überzeugt. Mädchenschule, das klingt nach einem traditionellen Konzept, ist aber auch für Mädchen von heute eine ganz gute Förderung und ein zukunftsweisendes Konzept. Das bestätigen unsere eigenen langjährigen Erfahrungen und die Rückmeldungen unserer Ehemaligen. Wir haben in jedem Jahr in der Oberstufe 1 bis 2 Mathematikleistungskurse, einen Leistungskurs Physik, einen Leistungskurs Chemie und 2 Grundkurse Informatik. Die Zahl der Teilnehmerinnen an diesen Kursen übersteigt deutlich den Durchschnitt an Mädchen in gemischten Schulen. Das bedeutet, reine Mädchenschule ermöglicht es offenbar, ohne Einengung durch Rollenklischees, seine Talente und seine Interessen zu entfalten, gerade eben auch in den MINT-Fächern. Und dann ist da noch der gesellschaftliche Bereich, in dem Mädchen und Frauen stärker als bisher ihre Stimme erheben sollen und eben auch ihre Interessen vertreten und Anteil am öffentlichen Leben und an der Politik haben sollen. Und um diesen Bereich zu stärken, haben wir zum Beispiel von Anfang an das Konzept des Klassenrates, wir haben eine AG Jugend debattiert und unsere Schülerinnen schreiben für die Schülerzeitung und das Jahrbuch. Zum Thema starke Mädchen möchte ich jetzt die Stimmen unserer Schülerinnen selbst zu Wort kommen lassen. Eine Schülerin der 6. Klasse schreibt an eine Grundschülerin. Weißt du, was das Tolle an der HIGA ist? Du kannst so sein, wie du willst.
Zieh an, was du willst. Hier wird dich keiner ärgern. Wenn du schüchtern bist, findest du hier dein Selbstbewusstsein. Eine ehemalige Schülerin, die Professorin der Mathematik wurde, schreibt uns: Im Rückblick glaube ich, dass meine schulische Laufbahn an der HIGA essentiell wichtig war. Dort wurden die Grundsteine nicht nur in den fachlichen Inhalten gelegt, sondern auch das Selbstverständnis vermittelt, dass sich Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften alles getrost zutrauen können. Das sind die starken Mädchen, die hier positive Erfahrungen mitnehmen. Die spüren, dass ihre Ideen ernst genommen und unterstützt werden und die mit dieser Erfahrung selbstbewusst ins Leben gehen können. Ich freue mich, wenn Sie und euch zu den Aufnahmegesprächen im neuen Jahr hier an die Schule kommen und wünsche jetzt noch viel Freude und gute Erkenntnisse beim weiteren virtuellen Rundgang durch die Hildegardis-Schule. Musik